Moin Freunde, Shane TSGTV Reviews und willkommen zu einer neuen Pizza, und zwar ist die Wagner Steinofen Pizza. Einfach nur die Mozzarella. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie eine Pizza Mozzarella gegessen. Vegetarisch. Vegetarisch ist bei mir eine absolute Seltenheit. Und deswegen wollen wir einfach mal die Steinofen Pizza von Wagner in der Mozzarella-Version probieren. Auf das Ding hier. Sehr nice. Wir gucken uns das Ganze natürlich im tiefgefrorenen Zustand an. Ihr kennt das Ganze. Die liegt schon etwas länger im Tiefkühlfach. Ja, scheiße. Ja, man sieht es optisch. Da ist schon etwas Gefrierbrand oder wie. Nee, Gefrierbrand ist schon wieder was anderes. Ja, ist scheißegal. So ein bisschen Eis stört uns hier nicht. Das machen wir nachher weg. Ich habe jetzt gerade nicht auf den Karton geguckt, was alles drin ist. Oder was alles drauf ist, wohl eher. Aber wir können uns ja das Ganze mal so anschauen. Wir haben Tomaten. Mozzarella ist klar, in diesen großen Scheiben hier. Sieht man hier unten so ein bisschen. Ich habe jetzt viel Eis drauf, da muss ich mal, ich mache das nachher ab einfach. Ihr seht das ja nachher sowieso nicht mehr, wenn es gebacken hat. Und dann haben wir hier so eine Art, was ist das, Pesto oder sowas. Mega nice. Und ja, mehr ist es einfach nicht. Wir ballern das Ganze jetzt rein, ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. 20 Minuten muss ich warten. Ihr habt keine Wartezeit. Habt ihr ein Glück. So Freunde, da sind wir wieder. Und also erstmal, was ich schon erwähnen muss, die Pizza sifft des Todes. Ich schätze mal, wegen dem Käse und der Tomaten, die haben ja alle Flüssigkeit in sich, der Käse so fett und sowas. Es ist mega heftig, es läuft einfach bloß die Soße. Ob das jetzt wirklich gesünder ist als eine Pizza mit Fleisch, lässt sich drüber streiten. Okay, es ist eine Tiefkühlpizza, aber im Vergleich zu anderen Tiefkühlpizzen ist diese jetzt nur wirklich gesünder, weil sie vegetarisch ist. Keine Ahnung. Wenn ihr selbstgemachte Pizzen sehen wollt oder so, dann schaut auf meinen Hauptkanal vorbei. Da kommt jeden Dienstag eine Kochen mit Shane Folge, falls ihr das noch nicht gesehen habt. So, aber wir starten jetzt mit der Mozzarella Pizza von Wagner. Here we go. Der Käse ist mega heftig zum Kauen, ist so ein bisschen wie Gummi. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt bloß ein Imitat ist oder man, ich habe keine Ahnung. Teig ist mega, ist gut. Geschmack ist nicht scheiße, aber auch nicht wirklich gut. Also mein Fall ist es jetzt zwar nicht so, aber es schmeckt schon irgendwo. Also man kriegt es hinter, sage ich mal, aber ich würde es nicht weiterempfehlen an dieser Stelle. Da habe ich von dieser schicken Pizza und so viel mehr bessere Erfahrung. Vor allem, ich finde, wenn man eine richtige vegetarische Pizza macht, dann sollte da vielleicht nicht so viel Mozzarella-Polter drauf. Ich meine, gut, das ist jetzt die Sorte Mozzarella. Deswegen ist auch Mozzarella drauf, was vollkommen logisch ist. Aber wenn ihr, sage ich jetzt mal, unbedingt vegetarisch euch ernähren wollt, dann kauft nicht diese Mozzarella-Pizza, sondern kauft eine Pizza, wo viel verschiedene Obst- Gemüsesorten drauf sind. Und ja. Das Einzige, was ich finde, was gut zur Geltung kommt, ist die Tomate. Die schmeckt echt gut, aber der Käse klebt überall. Es sifft ohne Ende. Es würde dennoch satt machen, auf jeden Fall, durch den Käse eben. Aber, naja, es sind eben hier viele Fettpfützen und sowas. Ich gebe den Ganzen jetzt einfach 1 von 5 Shane Schillers und empfehle euch diese Pizza nicht. Guckt euch das an. Ich meine, gut, jeder hat einen anderen Geschmack, aber naja, hier läuft das Öl runter und ja, ist normal. Aber hier ist es einfach übertrieben.
So, bei anderen Pizzen ist es okay. Aber hier muss nicht sein. Es macht satt. Ich habe Hunger. Und das ist gerade das Wichtigste in diesem Moment. Freunde, ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Wenn ihr ein paar Kochvideos mal sehen wollt, schaut auf den Hauptkanal vorbei. Oder allgemein auch Real Life Vlogs. So random-mäßig. Macht's gut. Tschüss.